Gast, Andreas Schmidt-Schaller. Andreas, du bist in Gera zu Hause, in Deutschland zu Hause und fast in der ganzen Welt, kann man sagen. Aber sag mal, wie schaust du denn aus? Ich weiß zwar, mit dem Bart so, ich weiß zwar, Gera sucht einen neuen Intendanten. Mutierst du nun zu dieser Charakterrolle? Nee, also das hat damit überhaupt nichts zu tun, um Gottes Willen. Ich habe gerade einen Film abgedreht für den MDR. Und da spiele ich einen Mann, der sich ein wenig verkleidet. Das heißt, der dann etwas älter sein soll, nämlich Mitte 60. Und und da hat der Bart mir sehr gute Dienste geleistet. Ja, aber ich würde sagen, wir sollten erstmal Prost sagen, damit es nicht zu trocken wird, das Gespräch. Wir waren ja dieser Tage im Puppentheater, im kleinen Theater im Zentrum, haben da die wunderschöne Geschichte vom Nuschelpeter aufgezeichnet, die wir auch in diesem Magazin mit vorgestellt haben. Du warst ja auch dran mit beteiligt, bist künstlerischer Berater des Theaters im Zentrum und somit Gera und der Gera Theaterwelt trotz deiner anderen Verpflichtungen immer noch erhalten geblieben. Ja, richtig. Ja. Ich habe ja hier mal als Bühnenarbeiter angefangen und irgendwie kommt man vom Theater sowieso nicht los, auch wenn man eben viel Fernsehen macht und insbesondere das kleine Theater oder in Klammern das Puppentheater liegt mir eben am Herzen und deswegen kann ich davon nicht so lassen. Naja, es ist ja so ganz unterschiedlich, wie die Biografien so im Leben verlaufen. Ja, also Hamlet war auch mal Totengräber gewesen. Ja, und manch ein anderer mag sich in dieser Zeit vielleicht auch wieder hochrappeln. Verrätst du uns auch noch etwas über dein jüngstes Filmprojekt, an dem du gerade arbeitest? Ich habe ja schon gesagt, der Bart hat seine Gründe, den ich gerade trage. Und das ist eine Geschichte, die unter dem Titel beim MDR läuft, Heimatgeschichten. Dort wird aus den verschiedenen Regionen der MDR-Sendeanstalt werden Geschichten erzählt. Und diesmal spielte die Geschichte im Vogtland. Übrigens eine wunderschöne Gegend mit sehr liebenswerten Menschen, die dort sind. Und die Geschichte ist folgendermaßen. Der Mann, den ich spiele, der arbeitet am Theater und hat einen Freund, der einen Brief nicht annehmen will auf der Post. Und sein Freund hat ihn aber angenommen und es stellt sich raus, der Freund hat eine große Erbschaft gemacht und will aber von der Erbschaft nichts wissen. Und so schickt er seinen Freund, also die Figur, die ich spiele, dahin ins Vogtland und er soll mal nach dem Rechten sehen, was denn das für eine Erbschaft ist. Andreas, du bist ja ein Gerscher, wohnst dicht an Gera ran in Rüdersdorf, hast hier deinen Wohnsitz, alles was dazugehört. Trotzdem bist du immer wieder draußen in der Welt. Vielleicht verrätst du uns noch mal etwas über deine zukünftigen Projekte und Absichten. So, ich muss zunächst erstmal sagen, ich wohne in Rüdersdorf, aber auch noch in Berlin, weil das arbeitsbedingt ist und für mich wichtig ist. Das ist das eine. Das zweite, was zukünftige Projekte betrifft, ich bin nach wie vor in dieser Action-Serie für RTL, der Clown. Zwar nicht in jeder Folge, aber doch immer regelmäßig drin. Und da werde ich in der nächsten Woche und in der übernächsten Woche Drehtage haben. Und es gibt noch ein anderes Projekt, worüber man aber noch nicht spricht, wenn es noch nicht unter Dach und Fach ist. Zugleich habe ich gesagt, dass ich die Inszenierung Infanten mache. Und außerdem spiele ich wieder mal Theater. Hier in Gera spiele ich in Fette Männer im Rock. In einem neuen Stück, was am 28. Mai Premiere hat und deswegen kommt jetzt im Moment viel Arbeit auf mich zu, werde den Jedermann spielen in einem freien Projekt, in einer freien Gruppe und das ist das, was mich bis Sommer sozusagen erwartet. Über deine Gera Theaterpremiere werden wir mit Sicherheit berichten und für alle anderen Projekte wünschen wir dir ein kräftiges Toi Toi Toi. Darauf trinken wir. Prost. Das war die erste Ausgabe der Kulturszene Ostthüringen. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns aus dem Köstritzer Schwarzbierhaus in Gera. Die nächste Kulturszene sehen Sie am 28. März auf diesem Kanal.
Die Olympiade gibt es alle 4 Jahre. Das haben die Götter und die hohen Herren einfach mal so festgelegt. Und alle Olympiadenzeiträume lang gibt es auch einen weiteren Tag im Jahr, nämlich den 29. Februar. Was machen eigentlich diejenigen, die ausgerechnet an diesem Tag zur Welt gekommen sind? Und wissen ihre Geburtstagsgäste, wann sie die Geschenke bringen sollen? Am 28. Es ist schon am 29. Nee. Jetzt bin ich ein bisschen irre. Überhaupt nicht, da fällt aus. Wieso das denn? Na, warum denn nicht? Am 29. haben wir nicht. Ne? Ein Tag früher. Das wäre dann wann? Wann ist es? Wenn er am 29. geboren wurde? Nee, dann am 28. Am 29. Februar. Oh, da bin ich jetzt mal kurz überfragt. Tja, entweder feiert er am 1. März, denke ich doch. Wieso? Naja, ausfallen lässt er bestimmt nicht. Gar nicht. Nee, gar nicht. 2000. Okay, schönen Dank. Auch eine einfache Frage kann manchmal Verwirrung stiften. Selbst im Standesamt hatte man keine Lösung für unser Problem. Aber geben Sie der Ware Zimmertemperatur, der ist zu frisch, ja?